Hallo Freunde der Sports- und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier mal wieder mit einer weiteren Folge der Trainerkarriere von FIFA 16. Und ja, nach Ewigkeiten habe ich es mal wieder geschafft, die Aufnahme hier zu starten. Und ja, ich habe es ja vorher angekündigt, dass ich relativ selten mal Zeit dazu finde, Aufnahmen zu machen und die dann auch zu bringen. Und das ist eben jetzt momentan der Fall. Deswegen seid mir nicht böse, es wird vielleicht mit dem FIFA 17 Part wieder ein bisschen anders werden. Den werde ich mir, denke ich mal, auch besorgen und es wird dann auch am Anfang wahrscheinlich sogar relativ viele Videos geben. Ihr kennt das, da mache ich viele Talente-Videos und ja, es gibt einen neuen Modus, auch den werde ich eventuell anspielen. Von daher gibt es da einiges, aber bis dahin werde ich versuchen, die Karrieren hier alle noch abzuschließen. Und das ist auch das Einzige, was ich noch schaffen werde. Natürlich wird es keine nächste Saison mehr geben oder so. Das ist zeitlich absolut nicht machbar. Also ihr seht, ich schaffe es gerade so überhaupt noch ein paar Videos rauszuhauen. Da ist dann mehr auch wirklich nicht drin. Von daher, ja, so viel erstmal dazu. Und wir konzentrieren uns dann doch ein wenig auf das Spiel, damit wir hier auch mit einem einigermaßen akzeptablen Ergebnis vielleicht rausgehen. Ginter schon mal mit einem schönen Kopfball. Und in letzter Zeit habe ich auch mit Ginter ganz gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Also gerade als rechter Verteidiger hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Er wurde bei dem neuen Update von FIFA auch als rechter Verteidiger aufgelistet und hat damit auch natürlich bessere Werte als rechter Verteidiger bekommen, als er die vorher hatte. Und ich spiele, wenn ich mal so ein paar Freundschaftsspiele mache, und das ist momentan mal so häufiger der Fall, dann spiele ich mit dem immer auf rechts, weil Pichu dann doch ein bisschen zu langsam geworden ist und vor allem auch prinzipiell nicht mehr ganz so stark ist, wie das mal früher der Fall war. So, jetzt über Danilo mal hier der Angriff. Allerdings sind hier alle auf einer Linie. Da sollen wir mal ein bisschen das Spiel breiter machen über Thielemans. Kommen hier nicht ganz durch und werden sofort wieder gestoppt. Bargfrede auf Junusevic. Und jetzt der Konter hier für die Bremer über die rechte Seite über Uca. Und der ist ganz schön schnell. Uiuiui. Seinen Gegenspieler erstmal abgeschüttelt. Ginter mal ganz locker das Ding noch gedribbelt und ins Aus. Ja, ich hoffe, es ist für euch trotzdem immer noch so, dass ihr sagt, hey, ab und zu gucke ich mir den verrückten Typen da doch nochmal an. Denn, wie gesagt, ich versuche wirklich so häufig wie möglich was zu machen. Natürlich, wenn ich mal gerade jetzt im Sommer auch Zeit habe, dann bin ich nicht sofort hier dabei und nehme auf, sondern es ist dann eher so wie jetzt, dass bei schlechtem Wetter mich dann eher mal so die Lust packt, weil man dann doch ab und zu mal ein bisschen Zeit über hat. Aber es ist eben sehr, sehr selten geworden. Deswegen freut es mich, ankündigen zu können, wenn ich es dann wirklich hinbekomme. In meiner neuen Bude wird es dann hoffentlich so sein, dass ich relativ häufig streamen kann. Das ist ein bisschen günstiger. Und da könnte ich dann beides sozusagen auch verbinden. Das wäre möglich. Also, dass ich gleichzeitig aufnehme und dann, also diese Aufnahmekarriere hier weitermache. Und eben, komm schon! Ui, Danilo! Und eben, ja, gleichzeitig den Stream laufen habe. So könnt ihr auch ein bisschen mehr Einfluss nehmen. Das habe ich ja schon längere Zeit geplant gehabt. Aber da ist es dann wirklich so, dass ich einfach mal so 3-4 Stunden am Stück was machen kann. Und im Nachhinein kann ich das dann auch hochladen, wenn ich will. Und da bin ich dann auf jeden Fall flexibler als momentan. Also zurzeit ist das mit Aufnahmen immer so eine Sache, da in meiner WG eben die ganze, ja, die Mitbewohnerschaft, ich sag mal so, es ist einfach cool und man hat jederzeit, sag ich mal, immer jemand, mit dem man was machen kann natürlich, aber andererseits hat man dann auch wenig so seine Ruhe für solche Aufnahmen und deswegen kommt das in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig vor, auch wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Ja, und da haben wir einen Freistoß, Stendera holt das Ding gut raus. Und ich denke mal, da gibt es noch eine gelbe Karte für als Konsequenz. Mal sehen, wen wir hier schießen lassen. Thielemans ist, glaube ich, schon der beste Schütze, oder? Ja, Stendera ist noch relativ gut aufgestellt. Und Danilo. Ich würde sagen, wir bleiben aber bei Thielemans. Und versuchen uns mal. Mal sehen, ob ich es noch drauf habe. Ich glaube nicht. Und nee. Der war leicht vorbei. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, vielleicht nochmal von hinten. Ja, gut, da sieht man jetzt wenig. Aber ganz viel hat, glaube ich, auch nicht gefehlt, oder? Wir müssen nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, natürlich nicht. Wir denken uns den Rest. Ich weiß gar nicht, ob ich zuletzt irgendwann mal angekündigt hatte, irgendwie nicht spielen zu lassen. Das hätte ich dann jetzt wieder vergessen. Einfach nur, weil ich mir die Parts nicht nochmal anschauen kann. Da ist die Zeit eben doch nicht da für sowas. Mir so einen ganzen Part nochmal reinzuziehen.
Und vor allen Dingen will ich mir auch meine eigenen Videos nicht unbedingt anschauen, um dann irgendwelche Klicks zu generieren, die dann wieder gelöscht werden oder so. Das ist immer blöd. Wird ja mal von YouTube so ein Update da gemacht, bei dem die eigenen Klicks gelöscht werden. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn man auch nur was kontrollieren will, beziehungsweise man nochmal was umstellen will in der Bearbeitung, dass man sein eigenes Video immer noch mit angucken muss. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Wenn man so immer Klicks generiert, die man nicht haben will. Aber gut, das ist jetzt mein Problem, nicht euers. Oh, Passlack, hier wird richtig schön weggecheckt von Caldirola. Allerdings geht der vorher gegen den Ball. Trotzdem eine etwas grenzwertige Szene, meiner Meinung nach. So, Luke Shaw versucht sich hier durchzutanken. Gegen vier Mann nimmt den Zweikampf nicht nur auf, sondern gewinnt ihn auch. Außen, das sieht gut aus, Julian Brandt. Der kommt in die Mitte und er ist noch nicht drin, das kann nicht wahr sein. Beste Gelegenheit hier von Julian Brandt. Ja, wie hieß der alte Spruch, wenn Brandt da vorne ist, dann wird es brandgefährlich. Und das war wieder der Fall. Und, Hofmann lässt sich hier ganz schön vernaschen. Der ist ja nun mittlerweile nicht mehr bei Dortmund. Passlag, da vorne haben wir Traoré, der wird weggecheckt. Und auch das wieder kein Foul. Auch da wieder grenzwertige Aktion. Bisher sagt der Schiedsrichter, aber es ist noch alles im Rahmen. Und jetzt müssen wir hier nochmal richtig schön Gas geben mit Niklas Süle. Der ist nun nicht wirklich schnell. Dafür haben wir Ginter, der dann ausbessern muss. Also Julian Brandt. Und weg die Murmel. Und Stendera wirkt da etwas passiv. Also da kann man auch mal mit dem Kopf hingehen, ne? Vor allen Dingen hätte man den Ball ja auch mal sehen können. Hat er noch nicht mal zum Ball geguckt. Gut gemacht von Dragowski hier. Und jetzt auf über die rechte Seite. Die ist jetzt hier, denke ich mal, geöffnet für uns. Ja, lauf mal da oben. Schön gemacht von Traoré. Der hat einen guten Laufweg. Allerdings, ja doch, wird schwierig, da nochmal durchzukommen. Caldirola, der räumt da hinten ganz schön ab. Das ist gut gemacht. Der einzige Verteidiger, der da uns noch im Wege stand. Der uns noch vom Torschuss getrennt hat. Ich versuche in letzter Zeit relativ viel über diese Läufe zu kommen. Und Stendera kommt nicht zum Schuss. Schade, ich hätte vielleicht ohne Efe schießen sollen. Dann hätte ich es vielleicht geschafft. Eine Taste weniger, die ich hätte drücken müssen. Dann hätten wir eventuell den Abpraller reinmachen können. Denn Traoré stand ja noch bereit. Aber wir lernen daraus und machen es vielleicht beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wenn wir doch mal die Gelegenheit haben. Johansson, kein Problem für Danilo. Und ich glaube, gleich dürfte es den Abpfiff geben, wenn wir den Ball hier nochmal ins Aus kriegen. Und Junuzovic, gesagt, getan. Ich denke mal, das war's, oder? Gut, dann war's das jetzt. 3 Minuten. Gut. Erstmal soweit. Aber da muss natürlich noch ein bisschen mehr kommen da vorne. Ich glaube, eine wirkliche Großchance hatten wir, das war die von Brandt. Ansonsten der Freistoß. Ich weiß nicht, wie weit er vorbei war, aber ich glaube, so einen halben Meter bis Meter Minimum. Von daher können wir uns hier auf jeden Fall noch steigern. Und vor allem hier über die rechte Angriffsseite muss dann auch ein wenig mehr kommen. Der war natürlich richtig, richtig schlecht von Traoré. Der Pass. Ja, schade. Bertels wird hier bedrängt, kann aber leider weiterlaufen. So, Johansson. Ja, es wird auf jeden Fall auch spannend, nächste Saison dann die Dortmunder Mannschaft zu sehen. Dann würde ich mich sogar mal dazu hinreißen lassen, eventuell mit der Dortmunder Mannschaft, so wie sie ist, zu spielen. Denn Dortmund hat ja schon ziemlich viele gute Transfers gemacht. Also zumindest Transfers, die für mich gut sind. Weil ich ja auf talentierte Spieler stehe. Und davon hat Dortmund so einige eingepackt. Und hat natürlich auch vorher schon welche gehabt. Mit Pulisic und mit eben diesem Passlack, den wir jetzt hier auch bei haben. Oh, der Laufweg von Traoré war da wieder mal suboptimal. Eieiei, Freunde. Wer hat da den riesen Fehler gemacht, den frei stehen zu lassen? Ich will es, glaube ich, nicht wissen. Also das war von allen Verteidigern. Ich glaube, die haben auf Abseits gespielt. Richtig, richtig schlecht. Ja, Glück für uns da, dass Bertels das Ding nicht verwandelt. Oder nee, Bartels war es, nicht Bertels.
müsste Finn Bartels sein, den wir von unserer Zeit bei St. Pauli noch kennen. Ja, Brandt, was machst du da? Hofmann, und da ist das Ding! Da ist er doch, auf der rechten Seite. Da haben wir uns gerade beschwert, dass da ein bisschen weniger im Angriff zu sehen ist. Und dann kommt das Ding einfach mal reingeschoben. Das war allererste Sahne hier. Schön mit dem Effet und vor allen Dingen mit dem schwachen linken Fuß. Das freut mich natürlich sehr zu sehen. Junusevic, und schön gemacht von Danilo. Der hat jetzt Platz und kann vielleicht nochmal erhöhen hier. Alter Vater, das kann nicht wahr sein. Caldirola wieder da, wo er sein muss. Und wir hätten es vielleicht mit Danilo selber machen sollen. Der hatte nicht die ganz so gute Position und war auch noch bedrängt von zwei Mann. Werde demnächst dann gegen Bochum unterwegs, wie wir da sehen. Thielmanns, 2:0. Jetzt ist Werder Bremen gebrochen. Zumindest vorerst. Da ist jetzt defensiv dann doch ein bisschen mehr Platz als bisher. Der Laufweg hier war super von Thielemanns und dann haben wir es nochmal mit Effet probiert. Und das Ding sitzt bombensicher. Jetzt heißt es natürlich wieder mal die Null hinten halten. Das haben wir, glaube ich, sonst nicht so häufig geschafft. Und vor allen Dingen haben wir sonst auch nicht so häufig geschafft, mit zwei Toren in Front zu sein. Und das auch bis zum Ende des Spiels. Von daher wollen wir das doch mal jetzt probieren. Sieht nicht gut aus. Torwart, deiner. Danke. Gefällt mir gut. Und jetzt geht's auf hier. Passlag. Oh, oh. Der war nicht gut. Wo wir gerade von zu Null geredet haben. Das war gut von Süle. Und Thielemanns macht sich auf. In der Mitte. Nee, das wird nix. Doch, Stendera kriegt's doch noch gebacken. Ah, aber es war wirklich eine beengende Situation für Stendera, der kam da nicht mehr weiter. Oh, Uja am Schubsen und am Drängeln. Am Ende kann er sich durchsetzen. Und Süle ist geschlagen. Die Null hinten zu halten wird jetzt ganz, ganz schwierig, glaube ich. Uja läuft weit raus und Süle ist dran. Also das war schlecht vom Stürmer, sonst hätte der den garantiert dann auch gemacht, wenn er rangekommen wäre. Stendera, und draußen ist nochmal Juri Thielemanns. Der hat jetzt nochmal wieder ein bisschen Platz gewonnen. Lässt sich da nicht weiter beirren. Und, ah, schade. Stendera selber nicht so gut im Abschluss, wie er sein sollte. Danilo kommt dann nur noch irgendwie ran. Kriegt ihn da nicht mehr sicher untergebracht. Und wir helfen mal mit Brandt ein bisschen aus in der Defensive, damit wir hinten da noch ein bisschen Sicherheit haben. Galvez ist ja jetzt auch, glaube ich, auf dem absteigenden, auf dem Absprung bei Bremen. Wenn das Video kommt, könnte er vielleicht schon weg sein, ich weiß es nicht. Aber Stand heute, 28.07. will der auf jeden Fall weg. Und Uca versucht hier uns den Ball wegzunehmen. So, wir hören die BVB-Rufe. Das heißt, wir fühlen uns heimisch und wir wollen nochmal. Danilo hat nicht mehr allzu viel Dampf. Das merkt man. Und wir sollten da auf jeden Fall mal ein bisschen handeln. Vor allen Dingen Brandt auf der linken Seite hier macht nicht den besten und stabilsten Eindruck. Deswegen wechseln wir mal wieder ein bisschen aus. Stendera hat heute auch gut gespielt. Marouka immer ein guter Joker zuletzt gewesen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und Weigel kommt rein. Schauen wir mal. Ja, wo wir vorhin bei den Talenten von Dortmund waren, natürlich auch Weigel. Fast schon kein Talent mehr, sondern schon fast ein gestandener Mann jetzt hier. In einer Saison wirklich sich komplett schon etabliert in der Mannschaft. Absolut sicherer Passgeber. Also wenn der nicht eine Passwertung von mindestens 90 kriegt, weiß ich auch nicht. Weil das ist ja nun wirklich die große Stärke von ihm. Lange und kurze Pässe spielen. Vor allem aber die Kurzpässe. Und solche Spieler braucht man eben auch. Ja? Man braucht natürlich auch die, die nach vorne hin die Impulse geben. Aber eben auch die, die sicher die Bälle verteilen können. Und die Impulse nach vorne werden dann eher von Spielern wie Kagawa und Götze wahrscheinlich kommen. Vielleicht auch Rode. Der mir auch ganz gut gefallen hat im Spiel gegen Manchester City. Das habe ich mir mal angeschaut. Gegen United habe ich mir angeguckt. City haben die auch gespielt, aber das habe ich nicht gesehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die neue Saison. Ich rechne Dortmund allerdings nicht so, wie viele sagen, eine Chance auf die Meisterschaft aus. Also da braucht man
kein Hellseher sein, um zu sehen, dass bei der Defensive, die Bayern hat, die da garantiert auf Platz 1 landen werden. Thielemanns nochmal. Nochmals das Ding nicht gemacht. Schade. Ich hätte es ihm gegönnt. Hat heute wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und hätte sich hier nochmal belohnen können. Und Man of the Match wäre dann garantiert auch geworden mit 2 Toren. Da müssen wir mal ein bisschen schubsen, ein bisschen drängeln. Pass lag schön durchgesetzt. Junger Spieler allerdings. Der Pass dann am Ende nicht der beste. Und es war klar. Wir fangen noch das Gegentor. Es war mir schon klar, dass das so kommt. Ich habe dann den Verteidiger gekriegt, der gerade nach unten gelaufen ist, glaube ich. Und dann kann man den leider nicht mehr nach oben ziehen. Das ist auch sowas, was mich ein bisschen stört. Sollte man mal so ein bisschen dran denken, dass ein Verteidiger nicht immer aus der Mitte rausläuft. Das ist nicht unbedingt sinnig, als Innenverteidiger aus der Mitte rauszurennen. Hofmann, eieiei, schade. Beim zweiten Mal klappt es dann nicht mit dem linken. Aber der Versuch war trotzdem gut. Und auch der Laufweg. Ich glaube aber, jetzt haben wir das Spiel dann doch überstanden. 2:1. Wir hätten 2:0 gewinnen müssen eigentlich. Aber Werder Bremen hat schon offensiv ein paar Akzente gehabt. Von daher nicht ganz unverdient hier das eine Tor von ihnen. Ja, am Ende bleibt trotzdem Juri Thielemanns als bester Mann stehen. Und wir schauen mal auf die Tabelle. Vielleicht hat Bayern ja gepatzt oder es hat... Wer war noch vor uns? Schauen wir doch mal. Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß, dass wir Dritter waren. Das habe ich vorher nochmal kurz gesehen. Wolfsburg war auch noch vor uns. Nee, hat keiner großartig Punkte gelassen, glaube ich. Könnte sein, dass Wolfsburg nicht gewonnen hat, aber auf jeden Fall müssen wir noch ein bisschen nachlegen. Wir haben noch ein paar Spiele vor uns und ich denke mal, wir werden auch nochmal angreifen, was die Meisterschaft angeht. Von daher alles noch gut. So, wen nehmen wir als nächstes hier rein? Schulte sieht noch ganz gut aus. Vallejo könnte man noch nehmen. Naiko. Ja, ich glaube Naiko, oder? Munir haben wir schon. Brand. Na komm, nimm mal Brand. Der ist auch noch kurz vorm nächsten Level. Gut, simulieren wir mal. Und Munir und Thielemanns machen jeweils einen Punkt. Das sieht super aus. Damit Thielemanns jetzt bei einer 81 schon. Und Munir die 78 geknackt. Und das nächste Spiel ist dann gegen Trabzonspor. Meine Rolle im Verein für Iheanacho. Ja, du wirst schon noch das ein oder andere Mal spielen, Kollege. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.